Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 969 und legen wir direkt mal los. Orochi wird vor Odens Angriffen gerettet und zwar von Kurozumi Semimaru, dem Opa mit der Gitarre, den wir gesehen haben, als Orochi auf diese alte Dame traf, die Mr. Two's Teufelsfrucht hat. Er selber hat die Barrierenfrucht, welche jetzt im Besitz von Bartolomeo ist und ich finde es wirklich geil, dass Oda alte Charaktere zeigt, wie sie die Teufelsfrüchte von jetzigen Charakteren haben. Oden verlangt, dass Orochi den Titel des Shoguns zurückgibt, doch die alte Frau hat alle Daimyos mittlerweile davon überzeugt, dass Orochi der Shogun bleiben soll. Die Leute in der Stadt, vor allem in Kuri, hoffen darauf, dass Oden Orochi und Kaido besiegt. Plötzlich kommen vergiftete Pfeile geflogen, welche zwei der Bewohner treffen. Vergiftete Pfeile, das hatten wir doch damals bei Brooks Bande. Kurz darauf kommt Oden nackt aus Orochis Schloss und tanzt und fragt nach Kleingeld. Die Bewohner verlieren nun wirklich die letzte Hoffnung. Odens Retainer ahnen etwas und sprechen Oden daraufhin an, doch dieser ignoriert sie einfach. Ein Jahr vergeht und Oden liest in der Zeitung, dass Roger exekutiert wurde. Er lacht und er weint zur selben Zeit. Hat er eine Smilefrucht bekommen? Ein weiteres Jahr vergeht und Gecko Moria greift Kaido an und stiehlt das Shusui sowie den Körper von Ryuma. Drei Jahre später erfährt Oden, dass Orochi Hiyos Frau und seine 16 Kinder getötet hat. Oden beschließt nun, Kaido und Orochi zu töten. Was ich mich hier frage ist, welches Druckmittel hatte Orochi, das Oden sich einsperren ließ und das Ganze über sich ergehen ließ? Naja, wir werden es erfahren im Kapitel 969, was am Sonntag bei Manga Plus erscheint. Entweder direkt am Sonntag oder am Montag wird dann mein Kapitel-Review dazu kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, die Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir eure Meinung dazu einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben sowie ein Abo da, um auch das Kapitel-Review nicht zu verpassen. Und wie immer wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viel Spaß und haut rein. Ciao!